Hallo Leute, mein Name ist Gamax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, wir sind jetzt gerade am Bahnhof hier in der Bahn. Willst du mal gerade starten? Weil ich kann mal selber Start drücken. So, zack. Ja, wir fahren jetzt hier gerade mal unsere Bahnhöfe ab. Das hat einen besonderen Grund. Und zwar, wir wollen uns selber jetzt einfach mal unsere... Alter, das ist ja schnell. Wir wollen selber mal gerade unsere Bahnhöfe anschauen, die wir jetzt alle haben. Denn wir haben uns überlegt, mit der Folge aufzuhören, beziehungsweise mit dem Projekt okay, aufzuhören. Okay, tschüss. Also jetzt nicht mit der Folge sofort, sondern mit dem Projekt aufzuhören. Ja, willst du ein bisschen was dazu sagen, was die Gründe sind, oder soll ich schon mal anfangen? Ich kann ja mal ein bisschen vorweggreifen. Wir haben jetzt so viel gemacht. Wir haben im Prinzip alles. Und momentan, ihr merkt es ja schon in den letzten Folgen, oder vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Wir wissen teilweise nicht, genau, es wiederholt sich, wir wissen teilweise nicht genau, was wir machen sollen. Es ist für uns schwierig, weil momentan sind wir nur dabei, hier, wir brauchen da ein Feld, wir brauchen hier ein Feld. Wir sind einfach nur dabei, ein neues Eisenfeld anzuschließen. Es gibt momentan nichts Neues. Genau, also momentan auch für mich, das ist mega repetitiv. Ich bin jetzt die ganze Zeit nur, auch die letzten Folgen immer nur dabei gewesen, neue Felder anzuschließen. Und Lupus auch. Oder halt irgendwelche Sachen zu verbessern. Ja, kein Problem. Dann fahren wir zum nächsten. Öl Alpha? Oder kommt er da auch nicht? Ja, machen wir. Musst ihn eigentlich nur unten auf die Hauptleitung kriegen. Ach so, ja, dann fahren wir zur Base. Zack. Macht er auch nicht. Nee, weil er das von hier aus nicht kann. Sekunde. Na, warte mal, dann fahren wir zu. Wo fährst du denn jetzt? In Eisen? Nee, das Problem ist, dass der Zug da unten. Der fährt zur Base. Alles gut. Was? Zur Base? Hä, was macht der denn jetzt? Nee, das bin ich. Ich fahre gerade automatisch. Das bist du. Okay, alles klar. Dann fahr du mal und ich erzähl weiter. Wir haben ja extra. Ihr seht ja, die Karte ist gar nicht so groß jetzt. Aber wir haben halt eine Zugkarte genommen. Das hatte ja den Hintergrund, dass wir die ganzen Ressourcen von etwas weiter herholen müssen. Machen wir das so. Das ist ja an sich auch ganz spaßig, ganz lustig, aber da wir jetzt hier schon, keine Ahnung, wie viele Raketen haben wir inzwischen schon? Weiß 6 Stück. Ist jetzt eigentlich nicht so viel, aber es wiederholt sich halt nur, was wir machen. Wir haben alles jetzt, wirklich komplett alles, was man bauen kann, sogar schon die neuen Sachen. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, ich kann euch ja mal den Forschungsbaum zeigen. Wo ist er denn? Da, wo waren der da? T. T, einfach T. Ach, T. Die wie Technologie, genau. Wir haben eigentlich alles erforscht, bis auf die Unendlichkeitsforschung. Genau, also man kann alle Sachen, die ihr jetzt hier noch in Gelb seht, noch bis ins Unendliche weiterforschen. Aber da denkt man sich, wozu? Vor allem im Let's Play macht das halt überhaupt keinen Sinn. Nee. Kannst du nur noch mal wiederholen. Genau. Ja, und ich dachte mir jetzt einfach, wir fahren mal die ganzen Bahnhöfe ab, weil ich auch selber mal sehen möchte, was wir so alles haben hier. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Bitte? Oder hatten. Ich weiß gar nicht, ob noch ein paar alte Bahnhöfe dabei sind. Vielleicht. Geht aber schon echt gut ab hier, ne, mit der Geschwindigkeit. Ja, na gut, sind jetzt ja nur 2 Loks. Ja, aber das ist und 2 Dicke. Aber so schneller als und vor allem haben wir so schön in unseren Farben mal gemacht, also anlackiert. Ja, also Lupus in Gelb und ich in Purple, jo. Lila. ja, ansonsten das Spiel an sich, Factorio, das ist jetzt mittlerweile unsere dritte Staffel. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, es macht zwar immer noch Spaß an sich so, wenn man neu anfängt. lol. Da steht ein Zug im Weg, würde ich mal behaupten. War so nicht. Schick dir doch einfach nach Hause. Kann ich nicht. Das geht nicht. Okay, ja, stimmt, der steht dran. Ja, dann musst du mal Platz machen. Genau. Oder so. Es ist so nicht vorgesehen. Ja, ist so. So jetzt kannst du weiterfahren. Ups, sorry. Nice. Ich wollte da lang, genau. So, kannst wieder einsteigen. Jetzt kann der wieder fahren. Genau, also mir macht an sich Factory immer noch Spaß. Jetzt muss ich ehrlich sagen, in dieser Phase nicht mehr. Jetzt fährt er, genau. In dieser Phase natürlich nicht mehr, weil es einfach nur sich wiederholt. Ja. Aber der Anfang macht halt immer wieder Spaß, finde ich. Ja, das ist richtig. Auch,
weil man auch immer wieder versucht, ein bisschen schneller zu arbeiten, ein bisschen am Anfang ein paar Sachen schneller zu optimieren, zu sehen, okay, so geht das ein bisschen besser. Du hast immer wieder, lernst du aus den vorherigen Spielen ein bisschen nach, weil es patcht sich ja auch immer wieder das Spiel, es wird immer wieder aktualisiert, es verändert sich ein bisschen was. Das ist schon echt cool. Und wir werden jetzt erstmal keine direkte Staffel 4 starten. Ja. Vorher haben wir es ja so gemacht, Staffel 1 war Vanilla, Staffel 2 war dann mit Mods und Staffel 3 war dann wieder Vanilla, weil dann ja die Version 15 rauskam und in Version 15 hat sich ja viel geändert. Und deswegen, wir sitzen jetzt hier aktuell auf der 16. Wir sind ja irgendwann mal von 15 auf 16 umgestiegen. Und wir werden jetzt erstmal keine vierte Staffel mit Staffel 4 mit Mods machen, weil sich das einfach nicht lohnt. Ich nehme mal kurz den, da kann er nicht hin. Genau, ich gehe auf zum nächsten. Es kann natürlich sein, dass wir, dass die vierte Staffel vielleicht eine Version 16 mit Mods wird. In der Lüge. Was war das denn jetzt bitte? Soll ich? Erzähl also, weiter. Und möchte ich aber nicht versprechen an der Stelle. Wieso werden die angegriffen? Ja, egal, da hinten rechts irgendwo. Ach so, na gut. Da, wo wir auch gleich hinfahren. Wenn wir da ankommen, dann klären wir das. Ja. Nein, wo war ich? Ach so, genau. Es wird keine sofortige Staffel 4 geben mit Version 16 und mit Mods. Das Problem ist, wir haben die ganzen Mods durchgekaut, damals in der Version 14. So mit Bobs Ohren, alles. Und an diesen Mods hat sich ja nicht so viel geändert. Vom Grundgerüst her sind die ja immer noch gleich. Das heißt, wir kennen sehr viele von diesen Mods. Und ja, wie gesagt, das ist für uns, wäre für uns nichts Neues. Kann nee, vor allem gibt es sie ja auch in den aktuellen auch schon. Genau, ja, es gibt sie mit, genau. Es gibt sie ja in der Version 16, aber es ist halt genauso wie in 14 teilweise. Deswegen, es kann sein, dass wir irgendwann mal Version, wenn die Version 17 rauskommt oder so sagen, okay, jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht dann mit Mods, wer weiß das schon. Ich würde sagen, das lassen wir uns mal offen, wie wir gerade lustig sind. Ja, vor allem haben wir ja auch dann eine neue Version, wenn wir eine neue Karte anfangen. Jo. Auch die Schluchten, ne? Das haben wir natürlich jetzt nicht. Nee, die Schluchten wären außerhalb der Gebiete, die wir erkundet haben. In den neu erkundeten Gebieten würde es Schluchten geben. Aber so weit sind wir nicht. Ich sag mal, ob wir sie jetzt haben oder nicht haben, ist für mich eigentlich aktuell relativ gleich. Weil, soweit ich weiß, kann man sie auch später in die Luft jagen. Von daher ist es eigentlich Jack in die Büchse, ja, ob wir sie haben oder nicht. Genau. Ja, sind nur am Anfang halt ein bisschen sperrig, ne? Ja, und das ist richtig. Dann baust du halt drumrum. Und sobald du kannst, baust du halt dann durch. Ja, ja. Also da sehe ich nicht das Problem. Ja, geht's? Genau. Und wie gesagt, wir fangen jetzt kein Projekt an direkt mit Factory wieder. Aber wir sind halt immer überlegen. Ist jetzt noch nicht entschieden, dass wir mit einem anderen Core-Projekt neu starten, mit einem anderen Spiel natürlich. Also sagen wir es so, es steht fest, dass wir ein anderes Projekt machen. Genau. Nur das Was steht noch nicht so ganz fest. Genau, das Was und Wann steht noch nicht ganz fest. Genau. Da sind wir so ein bisschen am Ausloten. Ich weiß nicht, kann ich es schon verraten, was momentan heißer... Nee, verraten wir noch nicht. Okay. Nee. Sonst also heißt es am Ende, hättet ihr mal besser was anderes gemacht. Also noch nicht verraten, was unsere Ideen waren. Nee, also wir hatten viele Ideen, haben auch schon einige Sachen angetestet und haben so gesagt, na, ja, nein, vielleicht. Ja, man muss auch sagen, es gibt echt nicht so viele geile Koop-Spiele. Die man gut zu zweit spielen kann. Genau, die man gut zu zweit stocken kann. Die auch vernünftig zu zweit funktionieren. Es gibt zwar Koop-Spiele, das sind aber so Semi-Koop-Spiele. Also sowas wie zum Beispiel Far Cry 3, der Koop, das ist halt lachhaft. Das ist vergessen. Na, also das macht keinen Sinn. Das war jetzt nur ein Beispiel, nicht, dass wir jetzt Ego-Shooter zocken wollen. Nein. deswegen, Factorio ist schon echt ein geiles Koop-Spiel, muss man sagen. Ja, also Factorio, da kann man ja alles zusammen machen. Kann die komplette Base zusammenbauen. Das ist ja wirklich meisterhaft, was da der Koop-Modus angeht. Besser geht ja gar nicht.
Ja, vor allem ist es genau dasselbe wie Singleplayer sozusagen. Ja. Ne? Deswegen, das ist halt eigentlich der Idealfall. Das ist das, Was was ich wenige mir. Spiele, was wenige Spiele, die sowas überhaupt bieten, dass die, dass du quasi den Singleplayer genauso wie im Multiplayer spielen kannst. Genau. Gut, Minecraft geht, ist halt, ne? Machen wir auch. Ja. Da kannst du halt Singleplayer wie Multiplayer spielen. Das Das ist halt. halt, das ist halt schön. Genau. Weil du die Mechaniken sind die gleichen und alles Die und Mechanik. Die ja, Mechanik. Mechanik ist die gleiche. Und der Zug wird nicht fahren, der steht still. Okay. Ja, da müssen wir. Der ist Der steht stillgelegt. still. Ach, der ist stillgelegt. Der ist stillgelegt. Warte, warte. Ja, Moment. Wo können wir Ich denn muss dann erstmal hinfahren? überlegen, was eigentlich jetzt hier vorne und was ist jetzt hier hinten bei diesem Zug. Fährst So. du gerade manuell? Ja, ich fahre gerade manuell. Ja, ich merk's. Ich wollte ihn einfach nur auf die. So, dann nehmen wir den nächsten. Genau. Eisen aus Ost. Ja, wir haben ja auch die. Oh. Hälfte. Deswegen Nee, und so die. gesehen haben wir ja auch hier sehr viel geschafft. So mehr als genug. Ich meine, wenn man mich guckt, anguckt, wir haben alles Mögliche hier vernetzt. Das ist schon eine Menge, was wir geschafft haben. Also, aber es Ja, ist vor halt allem. aktuell einfach nur neu anschließen, neu anschließen, neu anschließen. Und das ist halt No Pass, Sie nicht ja. erreichbar. Ja, weil das da drüben, weil Eisen Süd-Süd genau unter uns ist. Ach so, ja, das geht natürlich nicht. Dann fahren wir erstmal zur Eisenbase und dann wieder zurück. Eisenbase geht nicht. Warum geht das nicht? Weil Eisenbase doch separat ist. Das ist Ach doch mit ja, dem anderen. Depot, Watte, Eisen in da. So gesehen haben wir auch manche Sachen eigentlich gar nicht geschafft. Wir hatten ja eigentlich mal gesagt, dass wir so eine Chip-Produktion separat bauen wollten. Ja, Aber das ja. sind halt so Dinge. Ja gut, wir haben es ja vorbereitet. Also wir wollten ja erstmal dann die Eisen und Kupfer haben wir alles extern gebaut. Und dann hatten wir jetzt da ständig Probleme mit. Dass wir Dass wir kein nicht dann genug nur noch. Eisen hatten, haben wir Genau, natürlich wir nicht genug mussten uns die Kupfer. ganze Zeit nur im Kreis drehen. Hui. Nee, und was hast du gerade noch gesagt wegen. Ja, dass mir die Da wollte ich Schalt, gerade noch. dass mir die Schalt, hier waren wir doch schon mal. Nee, davor noch. Ja, weiß ich, aber das habe ich nur gemacht, damit Achso. wir bei dem anderen auch noch ankommen können. Ja, dass wir die Schaltkreise extern einmal aufbauen wollten. Das haben wir ja so gesehen nicht geschafft und weil uns dann auf einmal was Ich mach schon. das haben wir ja nie geschafft, einfach aus dem Grund, weil uns dann auf einmal die Rohstoffe fehlten. Das war ja dann unser Problem. Geht das noch vorwärts? Ja, ich bin schon dabei. Weil dann fehlte uns auf einmal Kupfer. Das ist ja wirklich das erste Mal im ganzen Let's Play gewesen, dass uns Kupfer fehlte. Das ist ja mega selten. Und daraufhin haben wir dann halt das irgendwie nicht mehr angegangen, weil wir dann Kupfer gesucht haben, Kupfer angeschlossen haben. Und dann ist das so ein bisschen untergegangen, glaube ich. Aber Aber irgendwo. ich meine, das hat natürlich jetzt auch zur Folge gehabt, dass wir so viele Folgen, also das sind jetzt, glaube ich, die meisten Folgen, ne? Also das ist die längste Staffel. Ja, das ist auch etwas, das mich sehr gewundert hat. Hier waren wir auch schon mal. Oh, okay. Dass wir in der zweiten Staffel mit Mods weniger Folgen gebraucht haben als hier. Was aber auch, glaube ich, mit daran liegt, dadurch, dass wir diese Rail, das ist ja eine Railroad, eine Zugwelt, die wir haben, länger gebraucht haben, weil wir mehr Rohstoffe rankarren mussten. Während Ja, in der weil. anderen Welt hatten wir einfach alles Ja, da gab da. es auch durch die Mods halt teilweise konnten ja übertrieben schnell Sachen Ja, abbauen. stimmt, wir konnten, hier waren wir auch schon mal. Ach stimmt, hier sind wir dann nicht weitergekommen. Genau, Ja, wir ich bin hier konnten reingefahren. schneller abbauen, die Züge waren schneller. Das ist sowieso, das vermisse ich ein bisschen. Noch schnellere Züge, das war schon geil damals, erst recht auf den großen Entfernungen. Nee, weil erst hatten wir überlegt, ob wir nicht vielleicht doch bis Folge 200 noch durchziehen, aber dann dachten wir, nee, komm, macht dann auch keinen Sinn. Nee, weil wir wissen jetzt schon nicht mehr, was wir machen sollen. Wir fahren nur durch die Gegend, schließen irgendein Feld an. Im Prinzip Ja, ist es das wird auch alles. langweilig für euch. Im Prinzip ist das hier einfach nur langweilig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, langweiliges Endgame. Das, wenn man Lust hat, selber machen kann. Weil man immer noch weiter Raketen starten lassen will und noch mehr Raketen und noch mehr Raketen. Aber ich finde es als, wie wir es machen, so als Let's Play, nicht spannend. Gerade weil wir halt nicht wissen, was wir machen sollen. Oder zumindest nicht sinnvolles Wissen. Auf wen Zug warten wir denn jetzt?
Da unten kommt der der Urinzug kommt. Ich habe den Eisenzug mal weggeschickt, aber er hat auf den Eisenzug gewartet. Auf den Urinzug. So. Lecker. Ja, ich meine, es gibt ja noch viele Möglichkeiten durch Mods, das Spiel auch zu strecken. Ja. Aber da muss man halt immer erst gucken, man muss sich jeden einzelnen Mod anschauen und gucken, welcher Mod führt dazu eventuell, dass es leichter wird, muss man denn draußen lassen. Aber ist die Frage, macht es denn Sinn, das Spiel noch mehr in die Länge zu ziehen? Macht es überhaupt Sinn? Also, es muss ja auch Spaß machen. Bringt ja nichts, das unnötig in die Länge zu ziehen. Also für mich gab es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir fangen mit Mods komplett neu an. Oder man nimmt nach und nach immer einen Mod dazu, stellt diesen vor und erst wenn man den komplett vorgestellt hat, würde man einen neuen Mod mit reinnehmen. Das wären für mich zwei Optionen, die man hätte machen können. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Mods teilweise schon hatten oder schon mal gespielt haben, schwierig. Hm? Ne? Ja. Wobei, obwohl ich jetzt aus dem Singleplayer sagen muss, ich habe schon ein paar interessante Mods gefunden. Also es gibt so automatische Abbauer, die man von A nach B schicken kann und alles. Das ist schon. Ja, das hast du mir mal erzählt. Da gibt's schon cooles Zeug, so ist es nicht. Allerdings ist das auch ziemliche Fummelarbeit. Und es hört sich eigentlich cooler an, als es ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Die haben ja noch ein paar Sachen geplant. Das Spiel ist ja immer noch im Early Access. Obwohl es halt eigentlich schon längst wie ein fertiges Spiel ist. Die haben noch vor, also jedenfalls. Der drängelt sich vor! Ob das jetzt wirklich gemacht wird, weiß ich nicht. Es steht nur da drin als in der Roadmap bzw. als Planung. Was denn? Und zwar, dass man auch später auf den Mond fliegen, also auf andere Asteroiden oder so fliegen kann. Mit den Raketen. Stimmt, ich hatte auch irgendwas von der dritten Ebene gehört. Genau. Dass es da Ressourcen noch gibt, an die man so nicht rankommt. Richtig, da hast du spezielle Ressourcen, die du dann brauchst für bestimmte Forschungsmaterialien. Wie sie jetzt ja schon, jetzt haben sie ja schon die Raketen Wissenschaftspakete. Ja. Die kriegt man halt nur durch die Raketen. Und sowas ist quasi dann auch geplant, dass du Materialien auf dem Mond halt abbaust. Wollen noch mehr Wissenschaftspakete auch schon echt. Ui. Ja, aber das finde ich cool, wenn du dann auch noch vielleicht sogar auf verschiedene Planeten, das wäre natürlich mega geil, wo du dann überall neu anfangen, also nicht direkt hundertprozentig neu anfangen musst, aber sage ich mal, da gibt es vielleicht andere Ressourcen, die du ein bisschen anders. Aber egal, wenn man Ressourcen so hin und her schicken könnte. Ja, weißt du, so mit Raumhafenmäßig. Wie gesagt, das ist nur geplant. Raumhafen, ich glaube, Stationen hatten sie auch mal irgendwas steht da auf der Seite. Weil ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was sie irgendwann mit den Drohnen vorhaben. Weil über die Drohnen haben sie auch viel diskutiert. Ob sie sie rausnehmen oder drin lassen. Da haben die meisten ja gesagt, nein, bitte nehmt uns die Drohnen nicht weg. Ja, weil die Drohnen waren halt so etwas, dass den Entwicklern, sie mochten es. Aber auf der anderen Seite waren sie von den Drohnen auch nicht so begeistert, weil jeder dann von den Förderbändern weggeht, was eigentlich so das Hauptaugenmerk von Victorio war. Also logistisch Förderbänder bauen, um Sachen von A nach B zu kriegen. Ja, muss es Möglichkeiten geben, dass die Förderbänder sinnvoller sind in einer bestimmten Situation als Drohnen. Ja, und so. Naja, also ich hoffe, dass sie drin bleiben, die Drohnen. Weil für mich ist es irgendwo, es gehört zum Endgame. Ich gebe zu, sie sind nicht immer sinnvoller als Förderbänder. Nee, aber das haben wir ja selber festgestellt. Dadurch, dass sie jetzt ja auch anfangen oder überlegt haben, wie man die Förderbänder immer voller kriegt, so dass man halt keine Lücken dazwischen hat, also besser stacken kann, bin ich sowieso mal gespannt, was jetzt in Zukunft kommt. Mal gerade gucken, wo sind wir denn hier gerade? Wir sind jetzt auf dem Weg hier zu Kupfer. Kupfer-Innen. Ah, Kupfer-Innen, okay. Ja. Noch nicht ganz
Nee, ganz durch sind wir nicht. Was haben wir denn noch vor uns? Ah, nee, der muss erst fahren und dann fahren wir. Ah, alles klar. Oh Gott, dann machen wir noch einiges vor uns. Ein paar Sachen noch. Na, es wird schon wieder dunkel, genau. Ach, jetzt ist wieder Nachtsichtgerät. Ah. Deswegen ist es wieder hell geworden. Bluff. Ja, jetzt wollte ich, bevor du gerade noch was gesagt hast, irgendwas sagen. Ich hab's jetzt vergessen. Kann ja nicht so richtig gewesen sein. Komplett entfallen. Komplett entfallen? Ja, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Nee, ich bin sowieso erstaunt, dass die Entwickler dann noch so super hinterher sind. Ja. Die hätten es auch schon längst releasen können und sagen können, ey, los, Leute, wir sind fertig. Danke fürs Geld und tschüss. Na, also, ja. Nein, gut. Also Factorio. Ja perfekt abgeliefert. Ich meine sogar perfekt mit Sternchen. Ja. Also wenn ich mir Factorio bis jetzt angucke, ich spiele das ja auch seit, keine Ahnung, seit welcher Alpha. Also bevor es auf Steam rauskam, habe ich es ja auch schon gespielt. Als die ganzen Grafiken noch so komisch waren, ne? So Platzhalter teilweise. Ja, also sagen wir mal so, ich erinnere mich noch an die Zeit, als es das Raketensilo als Platzhalter gab. Du hast irgendwo was hingesetzt und hattest da so einen Platzhalter da stehen als Raketensilo. Das war schon. Ja. Das war oder wo das Auto, also der Buggy, noch so ein altes Auto aus den 60ern war oder sowas. Ja. Naja, da sah der Charakter auch noch völlig anders aus. Ja. Deswegen, das ist halt so. Also von daher, wir haben es wirklich lange, lange gespielt. Und ich bin überhaupt überrascht, dass wir es so lange gespielt haben, weil hätte ich auch in dieser Staffel nicht gedacht. Ja, alles hat mal ein Ende. Die Wurst hat sogar zwei. Das ist richtig. Die hat aber auch keinen Anfang. Genau. Ja. Na toll. So, jetzt kommen wir hier halt nicht weiter. Hä? Waren wir nicht eben gerade schon weiter? Wir können ja nochmal zu Uran Süd-Süd fahren. Achso, geht ja jetzt gar nicht. Jetzt, habe ich Scheiße gebaut. Warte mal, lass mich mal. Ja. Wieso? Welcher ist denn das hier? Ist das Kupfer Südost? Das ist Kupfer. Nee, Kupfer Nord. Kupfer Nord. Wieso will er denn nach Kupfer? Egal. Cooler. Was ist vorwärts, was ist rückwärts? Das ist hier manchmal. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Beides. So, Uran. Nach Uran, Süd-Süd. Hui! Ja, das sind ganz schöne Entfernungen, die wir hier eigentlich jetzt gerade gefahren sind. Also einmal quer durch unser erobertes Gebiet. Ja, so erobern ging natürlich deutlich leichter durch die Artillerie. Ja, die mit der Version 16 dazugekommen ist. Allein das war schon der Grund umzusteigen, weil diese Artillerie einfach so, ihr habt sie ja selber gesehen, die ist einfach mega. Also ja, wobei die kamen natürlich erst dazu, ne? Jetzt erst vor ein paar Monaten. Ja, ja. Allein daran merkt man schon, dass das Spiel immer weiter geupdatet wird. Ja, ich find's auch geil. Die haben so wirklich so eine Endidee, sag ich mal. Also so einen Endtraum, was sie erreichen wollen. Und machen das Step für Step, arbeiten die dahin. Also aber trotzdem ist das Spiel komplett fertig. Also ich weiß schon, dass sie schon Überlegungen haben, wie ein PvP-Modus aussehen könnte. Ja, stimmt. Allerdings, wenn ich dann jetzt an diese Artillerie denke, was die für einen Radius hat und die Station, dann gibt es ja noch die stationäre Artillerie, die hat ja noch einen viel größeren Radius. Du, vielleicht gibt es auch später stationäre Energieschilde, die du hinstellen kannst. Boah, das wäre mega. So wie bei Total Annihilation bin ich jetzt gerade. Ja, oder bei, genau, ja, Total Annihilation oder bei Planet Annihilation oder bei Supreme Commander gab es das ja auch. Ja, da gab es ja auch sowohl Artillerie als auch Schilde, ja. Um dagegen zu arbeiten halt. Das war auch ein super Spiel. Ja, der PvP-Modus, der funktioniert ja jetzt so nicht, weil man kann sich zwar gegenseitig abschießen, aber nur mit einem Trick. Ja, indem man C gedrückt hält, so genau, wie man alles andere abschießt. Macht aber ja keinen Sinn. Und da gibt es dann halt wirklich, dass man da sozusagen Fraktionen hat, ja. Wo man dann Leute einladen kann und die zocken dann zusammen und man kann den anderen Fraktionen dann feindlich oder freundlich gesinnt sein und kann wohl dann auch, soll dann auch handeln können und so, aber das steht alles noch ziemlich in den Sternchen. Na, da. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Und den Kommandomodus, den haben sie ja im Grunde schon reingebracht. Nur vorher haben sie das anders erzählt. Ich wollte also nach Kupfer Nordost, da wollte ich hin. Was für ein Kommandomodus? Ja, der Kommandomodus war so gedacht,
dass du quasi eine Kommandozentrale hast, wo du dich reinsetzt. Achso, du meinst jetzt hier in Und dann, genau, ja, wovon rede ich denn gerade die Weiß ganze ich Zeit? nicht. Warte mal Und kurz. das. Achso. Ist doch egal. Tschüss! Hey! Ja, warte, ich halt mal kurz an. Und fahre noch mal ein Stück zurück. Die ganzen Drohnen hier. Ja, auf jeden Fall im Kommandomodus, dass du eben dich da reinsetzt, in so eine Art Bunker, sozusagen, Kommandobunker. Und dann Factorio quasi wie ein Strategiespiel spielst. Also du läufst nicht hin, um irgendwas zu bauen, sondern ja, platzierst das halt. Und so wie das aussieht, haben sie das wohl durch diesen Ghost-Modus gemacht, weil du kannst ja inzwischen über die Map auch komplett bauen, wenn denn da Drohnen sind. Und Das ist das ist ja richtig. sozusagen ein übergeordneter Kommandomodus. Das ist ja quasi ohne so ein Kommandozentrum. Du kannst dich ja einfach auch hinstellen, wo du willst, und dann von da aus ja, deine Kommandos Tja, geben. müssen halt nur genug Drohnen in der Nähe sein. Richtig. Ja, aber finde ich schon wieder okay, als dass du dann überall irgendwo hinbauen kannst. So haben sie dann auch die Möglichkeit, das zu limitieren, weil wo willst du sonst die Limitierung setzen, ne? Macht schon mega Sinn. Das ist Also, richtig. Und der finde Modus ich schon ist ordentlich. ja auch geil. Alleine um anderen Leuten zuzugucken. Wenn irgendjemand Probleme hat, oh, wie mache ich das hier, wie mache ich das, guckst du hin, ah ja, hier, da und da ist falsch. Von daher ist das voll okay. Ja, und vor allem die Grafiken haben sie auch schon echt verbessert. Also ich spiele ja jetzt hier auch auf HD-Modus oder also HD-Modus. die ja, High Resolution Grafiken, und das fällt dann schon auf. Ja, Ne? auf jeden Fall. Das merkt man ja auch, als wir von 15 auf 16 umgestiegen sind. Der Ja, Unterschied, der haben war nicht schon. ganz alle gesch also nicht alle haben es geschafft, perfekt zu, also so in diese Qualität Nö, zu sie gelangen. haben ja auch noch gar nicht Aber alle die meisten. umgestellt. Ja, genau. Aber viele Sachen sind auf jeden Fall schon. Ja. Vor allem die Züge sehen auch schon ziemlich genial aus. Ja, Ich das weiß noch, ist die richtig. sahen früher auch ganz anders aus. Ja, das ist richtig. Da gab es ja drei Arten vor, also vor zwei verschiedene. Das sind die aktuellsten. Davor gab es noch eine und davor gab es noch eine völlig andere. Okay, ich weiß gar nicht Ja, mehr, die wie in du meinst das. Alpha, da als die Züge rauskamen, die sahen anders aus. Ja, das Und ist gut möglich. dann wurden die geändert, dann sahen sie so ein bisschen aus wie, ja, Wieso? wieso müsste man in unserem ersten, ich glaube in unserer ersten Factorio-Serie, also Staffel, hatten wir noch die alten, Das ist gut oder? möglich. Ja, doch, das kann Ich sein. glaube, ne? Version 14, das sind ja Ja, die hatten noch da mit diesem mittendrin erst. Rambock vorne, das sieht man auf dem alten Bild noch von Factorio. Haben diesen dicken, fetten Oh, der Rambock vorne. Autosave. Und das sind ja hier schon die neuen. So ein bisschen Diesellokmäßig Ja. rüberkommen. Die fahren ja auch mit jedem Shit. Ja, da kannst du auch Wasser reinschütten. Nein, das geht nicht. Mit Wasser fahren sie leider nicht. Oder Wasserstoff? Nee, auch nicht. Ja, gut, also ich glaube, wir sind sogar ganz Ölbase, Ja, ne? wir sind einmal durch. Einmal durch. Guck Ich mal, habe ich jetzt auch fahre gerade einmal nach da. nichts mehr zu sagen. Ups. So. Fahr mal einmal in die Hast meine Lok Base. kaputt gemacht. Du hast Passiert. meine Lok kaputt gemacht. Passiert. Kollateralschaden. Bluff, da sind wir wieder in der Base. Yay. Dann steigen wir mal wieder aus. So, kannst du mal wieder ein manuell, ne? Zack. Ja, wie gesagt, das ist jetzt Ende dieses Projektes, der Staffel 3. Alter, das sieht immer so krass aus mit diesen ganzen Drohnen, ne? Ja, würde ich sagen, einfach, wir machen jetzt Ende hier. War jetzt auch ein bisschen länger als eine normale Folge, weil wir ein bisschen einfach nur sinnlos ein bisschen gequatscht haben. Ihr könnt ja generell mal schreiben, wie euch die Staffel gefallen hat. Was ihr vielleicht auch für Vorschläge habt, was man so machen kann. Oder auch für eventuelle zukünftige Projekte. Factorio-Projekte. Nee, Factorio-Projekte. Achso. Vielleicht mal Ideen reinwerfen. Und ansonsten einfach, was euch gefallen hat. Oder auch was euch nicht gefallen hat, was kritikmäßig so euch auf der Lippe liegt. Und ja, ansonsten Däumchen könnt ihr immer geben.
Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, also da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ich würde damit einfach mal sagen, beenden wir es für heute, ne? Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns dann vielleicht irgendwie in einem anderen Video, vielleicht bei Minecraft, wenn ihr Bock habt, vielleicht dann in einem neuen Projekt. Also würde ich sagen, Ende für diese Staffel, für diese Folge. Also bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss. Du bist ja immer noch da. Tschüss. Tschüss. Tschüss.